196 Zentimeter stark. 200 Meter. 220. Alter, das ist doch nicht zufrieden. Bloß 300. Nein. Im Vernetzungsmanagement liegt in meinen Augen die Zukunft in der Seniorenarbeit. Mein Name ist Elke Kaufmann, ich bin Sozialarbeiterin und Gerontologin und ich gestalte hier zusammen mit älteren Menschen und mit anderen Anbietern die Seniorenarbeit im Stadtteil. Die große Herausforderung in der Zukunft liegt ja im demografischen Wandel. Und hier brauchen wir ganz unkonventionelle Lösungen, um dem zu begegnen. Eine solche unkonventionelle Lösung ist es, dass verschiedenste Anbieter zusammen an einem Tisch sitzen und miteinander überlegen, wie können wir wirklich ein ganz differenziertes Dienstleistungsangebot aufbauen. Denn das große Kennzeichen des Alters ist ja diese Vielfältigkeit. Eine andere Chance liegt darin, dass man den Stadtteil wirklich miteinander gestaltet, alt und jung zusammenwirken, zusammen aktiv sind und diese Potenziale des Alters ausschöpfen können. Und schließlich liegt eine ganz große Chance darin, die Selbst- und Nachbarschaftshilfe zu stärken. Das finde ich auch sehr beglückend zu sehen, wie das funktionieren kann, dass da wirklich ein ganz neues Leben, ein Miteinander im Stadtteil entsteht. Ich möchte wirklich dazu aufrufen, das Leben aktiv zu gestalten, auch im Alter, und soziale Netzwerke zu bilden. Das ist die Zukunft. Mein Name ist Jürgen Sertz. Seit Oktober 2010 leite ich das International Dialogue College and Research Institute, das Forschungsinstitut der Diakonie Neuendrilsau. Die Diakonie Neuendrilsau ist das erste Sozial- und Gesundheitsunternehmen, das 2009 diesen Weg beschritten hat und ein eigenes Forschungsinstitut gegründet hat. Unser Ziel ist es, wir wollen Versorgungskonzepte in einer älter werdenden Gesellschaft erforschen, ausprobieren und entwickeln. Diese Versorgungskonzepte werden in der Regel mit dem Begriff Ambient Assisted Living umschrieben. Da geht es einerseits um das Lebensumfeld, auf der anderen Seite geht es aber auch darum, die Kompetenzen von Menschen, von älteren Menschen zu wecken, zu befördern, länger in einer gewohnten Lebensumwelt zu leben. Ein Beispiel hierfür sind Assistenzsysteme, die möglicherweise helfen können, selbstständig in der Wohnung bleiben zu können, die zum Beispiel durch ein Aufstehbett es einem ermöglichen, möglichst lange ohne Hilfe einer Pflegekraft selbstständig aufstehen zu können, mobilisiert werden zu können und damit ein Stück weit auch Autonomie und Selbstständigkeit bewahren zu können. Andere Systeme könnten sein, und wir werden das in Zukunft in einer Musterwohnung darstellen, Systeme der Sturzerkennung beispielsweise, sehr wichtig, gerade auch im Kontext von Oberschenkel-Halsbrüchen, einem wichtigen Indikationsfeld in einer älter werdenden Gesellschaft, aber auch für Menschen mit Demenz. Unser Ziel ist es, ein Stück weit zu erforschen, wo Potenziale durch diese Assistenztechnologien liegen, aber auch deren Grenzen. Nicht alles, was technisch machbar ist, ist gut. Nicht nur ökonomisch ist es relevant, sondern vor allem ethisch ist es relevant, zu hinterfragen, ob wir wirklich Selbstständigkeit fördern oder neue Abhängigkeiten durch Assistenzsysteme schaffen. Das wollen wir nicht tun. Mein Name ist Stefan Abt, ich bin Leiter des Sigmund-Faber-Heimes, einer Pflegeeinrichtung im Nürnberger Land in Hersbruck in der Trägerschaft der Diakonie Neuendrilsau. Wir haben zusammen mit dem Universitätsklinikum Erlangen eine Studie durchgeführt über ein Jahr, die sogenannte Max-Therapie. Die vier Buchstaben stehen für motorische, alltagspraktische und kognitive und spirituelle Aktivierung. Was haben wir gemacht? Wir haben in diesen vier Bereichen motorisch, sowohl fein wie grobmotorisch, wir haben im Alltagspraktischen, wenn es um alltägliche Verrichtungen geht, wir haben im Kognitiven und im Spirituellen die Menschen besonders gefördert.
Im Kognitiven ist das Besondere, dass wir nicht nur allgemeines Gedächtnistraining durchgeführt haben, sondern eine ganz neue Form, nämlich über PC und Beamer die Übungen an eine große Leinwand projiziert, sodass wir für Menschen, die schlecht sehen können, eine Teilnahme ermöglichen konnten und eine große Gruppenaktivität schaffen konnten. Im Spirituellen geht es darum, dass wir das Bedürfnis nach Sinn und Sinnfindung auch dem einen Raum gegeben haben. Ergebnis dieser Studie war, dass die Teilnehmer bessere Ergebnisse erzielt haben als Menschen, die eine medikamentöse Intervention bekommen haben. Nicht nur in den vier genannten Bereichen, sondern auch im Sozialverhalten, im Selbstwertgefühl, in der Gruppenzugehörigkeit. All das schafft eine medikamentöse Intervention nicht. Diese Studie hat eigentlich schon der Sache nach das Motto vorweggenommen, nämlich Vitalität fördern und die Würde achten. Diese beiden Komponenten kommen in dieser Studie besonders zum Tragen. Ich heiße Andrea Keudel und bin die Einrichtungsleitung des Kompetenzzentrums für Menschen mit Demenz in Nürnberg. Unser Haus wurde bereits im Jahr 2006 eröffnet, also zu einem Zeitpunkt, an dem die Demenz noch gar nicht so in der Gesellschaft angekommen war wie heute. Das Besondere an unserem Haus ist neben dem architektonischen Konzept, dass wir das Fachwissen und Können von auf Demenz spezialisierten Diensten zum Wohle der betroffenen Menschen hier bündeln. Das heißt, wir bieten ein Zuhause für Menschen mit Demenz in Zusammenhang mit Beratung, Diagnostik und Therapie. Ganz konkret kann man sich das so vorstellen, dass Angehörige zu uns kommen können, die können sich hier beraten lassen. Es besteht die Möglichkeit, die Tagespflege zu besuchen oder ein ambulantes Angebot in Anspruch zu nehmen oder in eine unserer Wohngruppen einzuziehen. Wenn durch die Demenz die Orientierung verloren geht, wenn sich persönliche Beziehungen auflösen, dann nimmt die Bedeutung des unmittelbaren Umfelds immer mehr zu. Die Gestaltung, der Umgang miteinander. Wenn die Menschen an Demenz erkranken, dann kann man davon ausgehen, dass sie ihre Identität verlieren, aber ihre Persönlichkeit, die behalten sie. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, dass wir einen sehr warmen, freundlichen, liebevollen Umgang mit unseren Bewohnern pflegen. Architektonisch tragen wir dem dadurch Rechnung, dass wir in unserem Haus kleine Hausgemeinschaften haben, die das Zuhause unserer Bewohner sein sollen und auch sind. Und die sind so gestaltet, dass man sich hier wirklich sehr wohl fühlen kann und auch behaglich und ein Gefühl von Zuhause entwickelt. Das Zentrum dieser Wohngruppen bildet die Küche. Die Küche als Lebensraum ist sehr offen gestaltet. Hier verbringen unsere Bewohner den größten Teil des Alltags miteinander. Man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen hier zusammenkommen. Hier wird gelacht, hier wird gearbeitet, gegessen. Hier kann man die Geräusche in der Küche hören. Man bekommt die Gerüche mit, was so zum normalen Leben einfach dazugehört. Ja, hier wird auch gestritten, hier wird manchmal auch geweint, immer getröstet. Hier wird die Gemeinschaft erfahren, die wichtig ist für die Bewohner und gleichzeitig besteht die Möglichkeit, sich auch zurückzuziehen, weil diese Wohngruppen eben sehr klein und überschaubar gestaltet sind. Und was mir persönlich besonders gut gefällt, ist die enge Zusammenarbeit mit einer integrativen Kindertagesstätte, die sich in Trägerschaft der Diakonie Neuendettelsau und der Lebenshilfe befindet und unserem Haus, denn hier initiieren wir immer wieder sehr schöne, spaßmachende, manchmal anstrengende, immer erkenntnisreiche, auf jeden Fall bereichernde Begegnungen zwischen Jung und Alt. Prima, mach dir das. Wunderbar.